Einen schönen guten Tag von unserer Plenarsitzung hier in Straßburg. Diese Woche haben wir den Bericht zur Strategie vom Hof auf dem Tisch mit großer Mehrheit hier im Parlament angenommen. Ich war da Berichterstatter hier in unserem Parlament. Wir haben uns darin mit einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion auseinandergesetzt. Es geht unter anderem darum, den Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln zu verbessern, zu optimieren, den Anteil von Biolandwirtschaft in Europa weiter auszubauen. Zum Beispiel durch den Einsatz auch von neuen Technologien und auch von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei müssen wir aber weiterhin garantieren, dass wir Ernährungssicherheit, Versorgungssicherheit in Europa haben. Es bringt uns ja nichts, wenn wir in Europa hier nachhaltig und damit auch etwas teurer produzieren und dann den Rest der Lebensmittel billig von irgendwo in der Welt importieren. Die Bauern müssen ein faires Einkommen haben, damit die nachhaltige Landwirtschaft letztendlich auch umgesetzt werden kann. Und da spielt natürlich der Verbraucher eine ganz wichtige Rolle, denn die Entscheidung, was schlussendlich konsumiert wird, hat ja der Verbraucher mit seinem Einkauf jeden Tag im Lebensmittelmarkt. Ein weiteres wichtiges und aktuelles Thema auf der Tagesordnung war dann die Erklärung der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu den steigenden Energiepreisen in Europa und auch in der Welt. Nach einem harten Winter, letzten Winter, sind die Speicherkapazitäten in Europa niedrig. Der weltweit wirtschaftliche Aufschwung steigert die Nachfrage und so ein Hunger nach Energie. Bisher blieb auch die Forderung nach mehr Nachschub, vor allem an Gas aus Russland, unbeantwortet. Beim EU-Gipfel in dieser Woche entscheiden die Staats- und Regierungschefs über mögliche Maßnahmen. Dazu können Einkommensunterstützungen gehören, gezielte Steuersenkungen oder auch Hilfen für Unternehmen. Aber die EU muss langfristig handeln, zum Beispiel durch den Ausbau der Speicherkapazitäten, aber vor allem auch über eine freiwillige gemeinsame Beschaffung von Gas. Wir importieren in Europa 90% unseres Erdgases, bei Öl sind es 97%. Wir brauchen also letztendlich auch mehr Energieautonomie und das geht wahrscheinlich nur mit einem Übergang zu erneuerbaren Energien. Da sind wir gut in Europa und das ist die beste Absicherung gegen künftige Preisschocks. Dann war in dieser Woche hier im Plenum der polnische Ministerpräsident zu Besuch und er hat hier geredet, um zur aktuellen Situation der Rechtsstaatlichkeit in Polen Rede und Antwort zu stellen. Wir haben im Parlament scharf die polnische Regierung verurteilt, auch das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs vom 7. Oktober, in dem der Gerichtshof feststellt, dass die EU-Verträge nicht mit der nationalen Verfassung vereinbar sind. Auch die Unabhängigkeit des Gerichtes selbst haben wir in Frage gestellt. Wir fordern die Kommission auf, zu handeln, denn die grundlegenden Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen demokratische Grundsätze der Union können und dürfen wir in der Europäischen Union nicht tolerieren. Das war so das Wichtigste in dieser Woche hier aus Straßburg. Alles Gute!